Neuer Tag, neues Glück. Kurzes Baustellen-Update. Meine letzte Zarge habe ich gestern montiert. Noch einseitig beplant. Gott sei Dank sind die Dinge jetzt alle drin und ich habe sie alle. Das war schon wichtig. Räume sind erstmal soweit alle beplankt, alle fertig. Ich habe euch ja bei Instagram gezeigt, dass ich jetzt hier seit einiger Zeit hier mit diesem Knauf-System ein bisschen probiere und hatte jetzt hier die erste Lage mit dem neuen Basefiller gespachtelt. Und da ist mir aufgefallen, nach einem Tag trocknen, dass es doch stark einreißt in der Fuge, ja, wie ihr sehen könnt. Kann es so halbwegs erkennen. Hat mich etwas erstaunt. Aber laut unserem Lieferant soll das wohl so sein oder es wäre auch okay so. Ist natürlich super praktisch, wenn man die erste Lage in der Fertigmasse verspachteln kann. Spart unwahrscheinlich Zeit, ich habe die andere Röhre reinigt. Aber da war ich doch etwas erstaunt. Ja. Also, es sackt auch stark nach. Fahren wir so ein bisschen näher. Augenblick, ich halte mal den Zollstock dahin. Ja, vielleicht könnt ihr das erkennen. Das hat mich doch sehr erstaunt, weil das sollte ja eigentlich die Verspachtelung in der ersten Lage doch etwas verhindern. Also, so war ich der Meinung. Aber man lernt nie aus. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen nachgeforscht im Internet. Es gibt da, also ich habe nichts gefunden, keinerlei Erfahrungsberichte jetzt über diesen Basefiller. Gut, gibt es auch noch nicht so lange. Ja, deswegen war ich etwas irritiert, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ihr euch mal die Fuge hier anschaut. Ja. Die ist auch relativ dünn, die Spachtelmasse. Also ich habe sie jetzt nicht nochmal verdünnt. Fand sie eigentlich so ganz gut eingestellt. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen habt damit. Könnt ihr ja kurz unten was reinschreiben. Ja. Vielleicht ja, habt ihr da mehr Ahnung von als ich. Aber ja, wir schauen mal weiter. So, dann zeige ich euch nochmal die Spachtelung mit dem Fill and Finish. Den Fill and Finish kann ich nehmen für Spachtelung bis Q2. Ja, ich probiere alle drei Varianten aus. Den Base, den Fill and Finish und den Super Finish. Weil der Super Finish ist zum Schleifen noch etwas leichter. Der Super Finish geht bis Q4. Jetzt habe ich mal hier die zweite Lage, den ersten Gang mit Fill and Finish verspachtelt. Es trocknet halt nicht so schnell wie Uniflott. Das habe ich gestern Mittag gespachtelt. Ja, gestern Mittag. Man sieht, angenehme Raumtemperatur hier. 22, 23 Grad habe ich hier dabei. Das trocknet nicht so schön wie Uniflott. Ja, also dauert länger, das muss man schon mit einkalkulieren. Aber so vom Spachtelverhalten her, hier ist jetzt gespachtelt mit Gewebe. Ich glaube, das kann sich ganz gut sehen lassen, ja. Selbst nach dem ersten Gang. Ich finde, so zum Spachteln ist das für den Finish eine feine Sache. Ne? Also geht wunderbar, ich habe es etwas mit Wasser verdünnt. Aber das sagt auch jetzt nicht so doll nach oder so. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja? Und da gehe ich dann mit Superfinish drüber und dann schleifen und dann reicht das für Q2 meiner Meinung nach dicker aus. Ja, soweit ist der Stand. Heute geht es an den Flur. Das ist so eigentlich das, was ich noch zu machen habe. Zwei Wände, noch die zweite Lage drauf. Und dann an den Flur. Viele Türen, viele Rohre. Naja, was soll's. Ah, da habe ich auch noch. Gut. Mein neuer Kollege, der schraubt unwahrscheinlich gerne mit dem Magazinschrauber. Macht den einen Heidenspaß. Aber noch mehr gefällt ihm der Feinschrauber. Das ist einfach ein tolles Gerät. So sieht's aus, noch ein paar. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.